So, und damit ein herzliches Willkommen zu Dishonored oder auch Entehrt auf Deutsch, einem weiteren Spiel von Bethesda Game Studios, also von dem Publisher von Skyrim, was auch irgendwie an einigen Stellen ein bisschen durchkommen wird, das werdet ihr dann sehen. Ja, ich dachte mir, wieso nicht? Ich finde dieses Spiel nämlich echt cool und deswegen möchte ich es euch das gerne zeigen. Ja. Ich denke mal, bevor ich hier groß rumrede, fangen wir einfach gleich an. Beliebige Taste drücken, das kriege ich gerade noch hin. The boldest mirrors are the safest. Ah ja. Na gut. Dann würde ich sagen, wir drücken einfach mal neues Spiel. Ja. Gut gelesen. Tja, leicht. Eine eher leichte Schwierigkeitsstufe für unerfahrene Spieler. Die Gegner bewirken weniger Schaden, deine Gesundheit regeneriert sich schon, Tränke haben größere Wirkung. Normal, schleichen und kämpfen ist jeweils mittelschwer. Gegner bewirken normalen Schaden, auch die Wirkung von Tränken ist normal. Schwer, eine gesteigerte Prüfung für erfahrene Spieler. Gegner bewirken erhöhten Schaden, nehmen dich schneller wahr. Sehr schwer, eine extrem schwere Spielstufe für sehr erfahrene Spieler. Gegner wirken extrem hohen Schaden, sind höchst aufmerksam und Tränke haben geringe Wirkung. Wir spielen auf normal. Da ist er sogar unmaskiert. Normal. Helligkeit habe ich vorher schon eingestellt. Passt. Wenn du ein neues Spiel erstellst, werden bisher automatisch gespeicherte Spielstände beschrieben. Ja, können wir gerne machen, weil ich sowieso noch keine habe. Yes! Dunwall Tower. Nutze deine rechte Hand, um mit dem Schwert anzugreifen oder zu blocken. Die Heimkehr. Endlich wieder daheim. Mehrere Monate lang warst du in den anderen Ländern des Kaiserreichs unterwegs, um sie um Hilfe im Kampf gegen die Seuche zu bitten. Jetzt musst du die offiziellen Antworten der Kaiserin überbringen, der du als kaiserlicher Schutzherr dienst. Um fortfahren, eine beliebige Taste drücken. Corvo, gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Ja, meine Lehnsherrin. Wrenhaven. Ganz ruhig! Genau! Aufpassen! Leinen los! Leinen sind los! Haben abgelegt! Ja. Na, wie sieht's aus? Geradewegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch. Schwarze Magie werden keine 3 Monate mehr. Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht. Was haben die für ein Genick? Einfach mal um 180 Grad der nach hinten. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission. Das ist ungewöhnlich. Es war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. So oder so, das geht euch beide nichts an. Hey da, es geht nach oben! Ja, dann auf! Ich öffne die Schleuse. Und sie hebt sich! Uiuiui. Endlich zu Hause. Da sagst du was, Junge. Meine Güte, ist dieser Wasserfall laut. Ah. Und das war's. Steig runter. Kaiserin wird schon auf ihre Nachrichten warten, Corvo. Was für ein Zufall, dass der Steg da perfekt angepasst hat. Neues Ziel, erstattet der Kaiserin Bericht. Drücke WASD, um mich zu bewegen. Das hatte ich mir schon fast gedacht. Und wow, ist das ein bequemes Sofa für so ein kleines Schiff. Sie sollten zur Kaiserin gehen. Reden. Gute Reise gehabt, Sir. Ja. Hier oben alles ruhig. Ausgezeichnet. Haben wir Füße? Nein. Ist immer die erste Frage, die ich mir in Spielen stelle. Habe ich einen Fuß? Achso. Dunwall. Ja. Ich werde dieses Projekt übrigens ein bisschen im Voraus aufnehmen, da ich da erstmal ein paar Folgen haben möchte, bevor ich es veröffentliche und so. Das heißt, ihr werdet da wahrscheinlich
Tipps und so weiter ein bisschen weiter im Voraus so gesehen schreiben müssen können. Nur noch wenig Schiffe auf dem Fluss, wegen der Seuche. Aber ist man auf dem Schiff nicht sicher vor der Seuche, also weit weg von einer Stadt? Ist ganz schön groß. Ist aber offensichtlich ein bisschen zukünftiger als Skyrim. Sie wartet im Pavillon. Okay, dann gehen wir mal zum Pavillon. Zu ihr. Kaiserin Jessamine. Wahrscheinlich eine entfernte Verwandte von Kaiserin Hermine. Was? Tower Entrance. Der Eingang zum Tower von Dunwall. Hallo, Sir. Diese Person ist beschäftigt. Der Meisterspion ist bei ihr, aber sie will sie sofort sehen. Was ist denn das hier für ein komischer Busch? Der sieht aus wie ein Osterei. Ihre Majestät wartet im Pavillon. Jawohl! Okay. Pavo, du bist zurück! Huch, die hat sich ja hingeportet. Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen, alten Meisterspion. Na gut, tut mir leid, Emily, aber ich muss deine Mutter sprechen. Na gut, was soll's, wir haben Zeit. Gut, los geht's. Was, ich muss mich verstecken, oder? muss ich mich verstecken oder sie sich? Kein Zweifel. I'm quite unsure. Okay. Hui! Wir rennen einfach mal hinterher. Mal sehen, ob du das noch kannst. Ich schließe meine Augen und zähle und dann versuche ich, dich zu finden. Gut, ich zähle bis 10. Versteck dich gut! Drücke C, um den Schleichmodus zu wechseln, und bleibe deine Deckung, damit deine Gegner dich nicht sehen und entdecken können. Deine Gegner, das ist ein Kind. Während du schleichst, sind deine Schritte gedämpft. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, ich hoffe nur, wir sind hier einigermaßen gut versteckt. Kann man in die Ecken gucken so? Ja. Hatte ich auch gedacht, denn Dishonored ist ja auch ein Stealth-Spiel. Na? Hoppla, das wollte ich gar nicht. Findet die uns jetzt echt nicht? Und wieso ist da oben ein Mauszeiger im Bild? Ach nee, das zeigt mir, glaube ich, die Position von ihr an, oder? Nee, der Kaiserin. Muss ich jetzt irgendwas machen? Hab ich irgendein Quest-Journal? Hab ich schon gewonnen? Ich meine, ich sehe sie auch nicht. Die steht doch da hinten. Sucht die mich? Ich weiß es nicht. Kann doch gut sein, dass sie schon aufgegeben hat. Emily? Nutze die Umgebung nicht vor, mich zu verstecken. Okay, haben gewonnen. War ja schwierig. Hey Emily! Warte, jetzt renne ich einfach weg. Bleib hier! Jetzt kriegen wir wahrscheinlich erstmal Ärger, weil wir noch mit ihrer Tochter Verstecken gespielt haben. Naja. Ich habe immer eben ein Herz für virtuelle Menschen, wie Sarazar es ausdrücken würde. Er ist eben immer Sarah zärtlich zu anderen. Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Wer bist du denn? Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Immer diese versnobten Künstler. Sie haben Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Ich weiß nicht, sieht das wie Campbell aus? Naja, also eigentlich schon. Mutter sagte, die Reise war wichtig. Sie hat sich Sorgen gemacht. Oh. Sie empfängt sie gleich. Ich glaube, hier sind wir gut versteckt. Cool, wenn man hier nicht weiterkommt. So.
Ach ja. Hey, Keppel. Eine sinnlose Aufgabe, Corvo. Die Seuche wohnt in uns allen. Wir müssen unseren Glauben stärken. Ach komm, heben wir erstmal ein. Wechseln Sie nicht ständig die Po... Corvo, bitte. Ich kann ihn nicht sehen. Sehen Sie, ich habe die Schleuse verbessert. Ja, war beeindruckend. Ich bin auch kaum nass geworden. Aber wir haben gerade Wein getrunken. Ist das gut oder schlecht? Gut, Sie wiederzusehen, Sir. Jawohl. Na gut, dann erstatten wir mal Bericht. Wieso sollte ich sprinten wollen? Hey, du. Hallo, mein Herr. Die Menschen sind krank. Oh. Keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Sind das Vögel da hinten? Das sind ganz schön viele. Du bist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Die Stimme. Das ist die Stimme von aus Ratatouille. Corvo. Ah. 2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Natürlich, Anto Ego. Wer es kennt? Oh. Erstaunlich, dass einem so eine Stimme im Gedächtnis bleiben kann. Folgen Sie mir, Hauptmann. Wir sollten Sie allein lassen. Jawohl. Oh, guck mal, eine schwarze Kutsche, wie zu einer Beerdigung. Hallo. Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? Schlechte. Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Feiglinge, sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Das ist aber nicht der Fall. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sie! Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher! Was? Drücke linke Maus für einen Angriff mit rechts oder rechts für einen Angriff mit links. Wie bescheuert ist das denn? Ich glaube, das muss ich nochmal umändern. Das ergibt ja eigentlich keinen Sinn. Warte. Das kommt mir zu blöd vor. Drücke links für rechts und rechts für links. Das ist Blödsinn. Rechte Maustaste. So. Halte Steuerung links um Schwerthiebe zu blocken. Wenn du im richtigen Moment blockst, gerät dein Gegner aus dem Gleichgewicht, sodass er anfällig für einen Gegenangriff ist. Jawohl, ja, das geht doch. Oh, meine süße Tochter. Wer waren diese Männer, Mutter? Ich weiß nicht, Emily. Die Pistole ist geil. Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nicht nochmal. Nicht schon wieder. Mama! Nein! Weg von ihr! Corvo! Oh! Tja. Mama! Renn! Mama! Was zur... Corvo, alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo. Ja, Kaiserin. Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Nein. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Die habe ich die Klippe runtergeworfen. Ich meine... Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Blocken. Entehrt. Beziehungsweise dishonored. Gefängnis von Coldridge. Speichere möglichst oft.
Ja, das kennen wir schon aus Skyrim. Entehrt. 6 Monate sind vergangen, seit ich der kaiserliche Meisterspion beschuldigt hat, die Kaiserin ermordet und der Anführung ihrer Tochter Emily mitgewirkt zu haben. 6 Monate, die du im Gefängnis von Coldridge verbracht hast, während der Tag deiner Hinrichtung immer näher kommt. Es ist dunkel. Gefängnis von Coldridge. Überspringen? Nein. Warum soll ich das überspringen? Order shall prevail. Das ist Ihre letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Niemals. Alter. Das reicht jetzt. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit umbringen. Nachdenken. Corvo. Die Kaiserin ist tot, ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Was? Ja, Sie Ärmste. Morgen wird sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die Schwachen leiten. Deine Mutter oder und was? Dabei helfen wir gerne. Oh, ist ja großzügig. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Und jemand musste der Sündenbock sein. Leben Sie wohl, Corvo. Wieso habe ich das Gefühl, wir kriegen gleich einen Schlag auf den Kopf? Bring ihn zurück in seine Zelle. Oh, doch nicht. Ich finde ihn richtig nett. Oh, weia. Aber wieso erzählt er uns, dass die Kaiserin tot ist? Das ist vor 6 Monaten passiert, verdammt. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Und?